Tanz, den wir hier erleben. Immer am Limit. Und wir haben es gesehen, der ein oder andere hat es übertrieben. Bastian Buß, geradeaus. Das Auto ging beim Anbremsen quer. Da muss er aufmachen. Chance vielleicht für Stippi mit einem wilden Tritt vorbeizugehen. Und Buß schmeißt die Türe zu. Also hier geht es jetzt runter und drüber beim 6-Stunden-Rennen und bekommen die Meldung, dass es auch rundherum um der Nordschleife immer weiter regnet, auch im Bereich Karussell, Pflanzgarten regnet es jetzt. Also lange wird man mit Slicks jetzt hier nicht mehr durchfahren können. Die Frage ist, wie lange hält der Regen an? Werden wir hier eine längere Phase erleben oder gibt es hier einen kleinen Schauer? Und wir haben tatsächlich auch schon die ersten Besucher. Und da geht Bastian Buß kräftig fliegen. Und der Stippi auch. Und da kommt der Nico Menz. Oh Gott, die gehen alle. Ach du Scheiße. Fünf Autos fliegen ab. Und der nächste fliegt auch zwei Falken Porsche an der gleichen Stelle. Das sind alle sechs Fahrzeuge von die nächste. Die kommen da jetzt der Reihe nach vermutlich angeflogen. Also wenn das irgendwie euer Fahrer sagen können, Eingang Hatzenbach, ganz vorsichtig jetzt machen. Da ist es super glatt. Ist es geregelt. Man hat da gelb raus, natürlich Code 16. Die Strecke ist schon ziemlich blockiert. Jetzt kann man nur die Wiese ausweichen. Ja. Das machen sie auch. Also das war jetzt ein richtig teurer Schrottplatz. Zum Glück die Geschwindigkeiten an dieser Stelle nicht so wahnsinnig hoch. Bastian Buß hat dieses Manöver eingeleitet und hinterher